zu einer neuen Tour im Euro Truck Simulator Multiplayer. Und wie wir sehen, sind wir heute sogar zu dritt. Zu meiner Rechten haben wir einmal den Varuna. Ja, servus. Kennt vielleicht der ein oder andere noch aus den Minecraft Let's Plays. Und ganz rechts außen, der macht das Triple quasi komplett, den Headhunter Chris. Mahlzeit. So, wir haben uns ja mal eine schicke Tour ausgesucht von Mailand nach Aalborg oben. Das sind 1503 Kilometer. Werden wir versuchen, unterwegs ein paar Städte aufzudecken. In dem Fall Mannheim, Frankfurt, Kassel. Kassel, wo sehe ich Kassel? Ach, Kassel war ich schon mal anscheinend. Habe ich schon aufgedeckt. Aber ja, nehmen wir nochmal mit, kein Problem. So, ich würde sagen. Berlin war ich noch nicht. Wir könnten auch rechts rumfahren. War ich auch noch nicht, können wir auch machen. Über München, Nürnberg, Leipzig, Berlin. Könnten wir auch mal. Ich klicke jetzt einfach mal die Straße von München an, dann wären da 1700 Kilometer. Oh, ich könnte mal sogar Verona, Innsbruck, München, Nürnberg, Erfurt. Haben eine lange Liste zum Aufdecken. Aber können wir meinetwegen machen, ist kein Problem. So. Biete mich jetzt mal ganz spontan an, vorzufahren. Jo. Dann fädelt ihr euch einfach hinter mir ein und dann gucken wir mal, wie es läuft. Start your engines. Ja, Gentlemen, please start your engines. So. War der eigentlich immer mit Licht? Ich für meinen Teil ja, weil ich das meistens vergesse anzumachen. Wenn es denn mal drauf ankommt, so gerade in der Nacht. So. War immer mit Licht. Ja, ich normal auch. Hoffen wir mal, dass wir hier heil rauskommen erstmal, weil hier in Mailand ist verdammt viel los, also hätte ich so jetzt nicht erwartet. Muss ich mal dazu sagen. Gestern Abend bin ich noch hergefahren, da war es noch relativ ruhig. Von wo kommt denn ihr? Ihr habt ein anderes Kennzeichen wie ich. Ich hab MD, Magdeburg. Magdeburg, genau. Jawohl. Straße ist frei. Ja, für meine Zuschauer ein bisschen komisch, dass ich mich hier an die STVO halten muss. Normal pace ich ja immer voll durch. Ja, aber ich werde mich bemühen. Ey, der ist bei Rot drüber gefahren, wir haben Grün. Es gibt leider viele Leute, die sich da nicht so dran halten. Aber das Thema hatten wir schon leidig oft debattiert. Aber der drüben scheint es zumindest zu machen. Ja, Headhunter ist gerade ein bisschen abgeschlagen. Ja. Aber kommt wieder einiges. Sagst du, wenn wir grün haben, ich gucke nämlich gerade nach hinten. Ja. Guck, wo Headhunter bleibt. Na, laut Minimap, oh, es wird grün. Laut Minimap ist er noch in der nächsten Straße. Wir fahren einfach mal nachts. Ich habe auch grün. Ich komme. Achso, okay, gut. Quasi hinterher. Aber brauchst nicht jetzt, die nächste ist auch wieder rot. Na, ich will ja bloß die grüne hier auch noch schaffen. Er ist für mich was ganz Neues, mal Multiplayer zu spielen. Ich habe sonst immer nur Singleplayer gespielt. Deine Garage ist in Mannheim, ja? Jawohl. Dein Trailer hat jetzt auch ein Mannheimer Kennzeichen. Verstehe ich nicht. Ja, eure Trailer auch. Wenn ich von außen an sich gucke, habe ich ein italienisches Kennzeichen. Bei mir steht MD, also bei einem. Vielleicht irgendwie bloß ein Bug oder sowas, eine Anzeige. So, war ich gerade so ein bisschen eifersüchtig. Ich bei dir geguckt, oh Mannheim, das ist das ja bei mir auch. Ich gucke bei mir Italienisch. Ich sag, was da? Ja, wir haben so lange beklagt, dass wir keine Tour nach Italien gekriegt haben. Dürfen wir jetzt auch einen italienischen Auflieger nach Dänemark fahren? Ja. Ja, ich bin die Aufträge hier alles mit World of Trucks gefahren. Ich hatte sonst normale Aufträge, hatte ich null. Aber da verdient man doch nicht so das Geld, oder? Doch, da gibt's auch gut bezahlte. Ja, nee. Nicht wirklich. Ich hatte immer nur so um die 10, bisschen unter 10.000. Also ich habe gestern reingeschaut, da hatte ich einen Auftrag für 51.000. Aha. Also ich habe nur reingeguckt, um das dazu zu sagen. Weil ich schon dieses Aha gehört habe gerade.
Wir werden es verfolgen. So, also meine 85 liegen schon mal an. Aber davor kommt ihr schon wieder eine Mautstelle. Bei mir sind es 79. Deine 85 sind langsamer wie meine 79. Aber ich behalte hier. Oh, ich hab die Spiegel aus, ich sehe gar nichts. So, was ist bei mir grundsätzlich aus? Ja? Ja. Ich lasse den normal an. Ah, noch nicht? Ja. Ich bin durch. Oh, ich fahr auch. Mal gucken, dass wir den ersten Ort nicht verpassen. Ja, aber war noch nicht, ist noch ein bisschen hin. Verona. Boah, ich werde rechts überholt. Von hinten kommt einer an der rechten Seite vorbei. Ja, er wird wahrscheinlich. Der fährt ab. Nee, fährt nee, er macht nicht. Er nicht. Soll ich ihn ausbremsen? Nein. Der ist halt der einzige Nachteil, was hatten wir auch schon ziemlich oft. Weil manch einer wirklich fährt wie wilde Sau. Verstehe nicht, zieht er mir rechts vorbei und bleibt jetzt aber hinter euch, ja? Du warst zu langsam. Oh, da kommt eine ganze Kolonne. Aber keiner von denen hat gehupt. Ich hab bei mir den Sound ausgeschaltet. Oh, so. Ey, halt, warum werde ich langsamer? Was soll denn das? Ich dachte, ich hätte Tempomat an. Ich habe seit einem halben Jahr oder so das erste Mal gestern wieder auf ETS gestartet. Ich muss erstmal wieder die ganzen Tastaturbelegungen angucken. Und die ganzen Updates erstmal ziehen, ne? Das hat Steam irgendwie automatisch nebenbei schon mal gemacht. Also jedes Mal, wenn Steam startet, dann haut er seine Updates da durch. Ja, macht er ja bei mir auch, bei mir dauert es halt einen Ticken länger. Der nächste ist auch schon hinter mir. Oh, ich sehe ihn. Was so ein bisschen interessant ist, dass ich die 76 Millionen Euro auf dem Konto habe. Hat mich vorhin etwas gewundert. Ja, ihr habt ja erklärt, dass die vom ersten Mal an rückwirkend simuliert werden, was meine Mitarbeiter verdient haben, seit die eingestellt wurden. Genau. Irgendwie, du hattest in einem deiner letzten Videos gesagt, weil der Zeitpunkt irgendwie, weil die Welt ja, die Multiplayer-Welt dauerhaft gelaufen ist oder läuft und lädt. Genau, dass die halt simultan für alle ja bleibt, also zumindest die Tage quasi. Da kommt wieder einer. Das ist auch genauso, wenn du jetzt eine Pause machen würdest, speicherst. Und den nächsten Tag weiterfahren mit seiner Tour, kommst du schon zu spät, weil die Zeit virtuell weiterläuft. Mhm. Wenn, dann musst du deine Tour definitiv zum Ende bringen, weil sonst wird es teuer. Ah, okay. Aber ich werde mal kurzzeitig ein bisschen langsamer machen, weil ich sehe keinen von euch mehr auf meiner Minimap. Ich bin hinter dir. Und Headhunter ist, ich sehe auf dem internen Navi, sehe ich ihn. Oh, ihr seid beide. Gut dicht vor mir. Ich sehe euch beide. Kann ich ja meine 85 geschmeidig weiter anliegen lassen. Naja. Wir bitten drum. Wir wollen ja heute noch ankommen. Nicht immer hier rum. Bei 25 Stunden Fahrzeit wird das heute schwierig. Du musst deinen Morien-Spaß kaputt machen. Warum bremst der? Mein das Retarder. Ist dein Retarder. Ah, den habe ich noch nicht. Ich habe hier gerade meinen größten LKW umfahren. Die anderen zwei sind auch Volvos, aber da ist irgendwas gesperrt oben. Ja, das ist nur die Abfahrt, aber wollen wir eh nicht hin. Wir wollen erstmal geradeaus weiter zur nächsten Ortschaft. Ja. Also wir fahren erstmal geradeaus durch einfach.
Richtung Verona. Ach, dann schalte ich mal mein Navi aus. Bip. So, ist alles schwarz. Mit einem schwarzen Bildschirm. Ja, guck, mein Navi hat mich über Innsbruck jetzt geschickt. Darum mache ich meins jetzt aus, weil meiner dreht hier voll durch. Die Navis in-game sind sowieso irgendwie komisch, weil kürzeste Route sucht er nicht aus. Er nimmt, glaube ich, die nächstgelegenen Abzweigungen einfach. Ja, das hatte ich auch schon mal, dass es übers Navi irgendwie länger gedauert hat, wie wenn ich direkt gefahren bin nach Schildern oder so. Ja, das haben wir ja auch noch mal vor, komplett eine Tour ohne Navi zu machen, ne? Also nur nach Schildern fahren. So, hier vorne geht's ab, so als kleine Info. Vorher kurz auf der Karte gucken, welche größeren Orte wir mitnehmen müssen und dann ab. Bestimmt auch mal lustig. So, haben wir eine Mautstelle vor uns. Ne, jetzt müssen wir wahrscheinlich was zahlen. Vorhin haben wir ja nichts gezahlt. Wir haben es immer zu früh, das habe ich voll raus, den Dreh. Ja, und ich zu spät, verdammte Axt. Mann, ich habe schon wieder 12% Schaden oder so. Ja, denn mal gut, dass wir gerade in die nächste Ortschaft einfahren. Ja. Ja, ab 16% oder so kommt ja wieder eine Motorfehlfunktion. Na, ich teste gerade aus, nur Reifenabnutzung, ne? Also ich repariere immer alles außer meine Reifen, also da bin ich jetzt schon bei 11%. Ich denke mal, da werde ich wohl auch sein. Mach mal einen Pitstop. Kurzer Pitstop an der Werkstatt, da kannst du einmal reparieren. Beziehungsweise ich werde schon mal zum Fragezeichen, wobei wir können ja von da aus gemeinsam losfahren. Beim Fragezeichen kommen wir dann ja sowieso vorbei und dann. Wegen euch habe ich jetzt eine rote Ampel mitgenommen. Hättest du gar nicht machen müssen, die hier vorne ist auch rot. Kann es sein, dass die Ampeln hier viel länger rot sind wie im Singleplayer? Durchaus möglich. Ich bin Aber gestern dafür sind sie. an der einen Ampel 1 Minute gestanden oder so. Aber dafür sind sie nachts meistens aus. Ja, das stimmt. Oder orange. Ja, blinken, ne? Ja. Mein Auto steht und meine Scania-Wimpel im Auto von der Gardine wackelt wie die Sau. Das ist bei mir auch. Ist der Wind. Der einfach durch mich durch. Und fertig, oder? Nein, ich drehe nur um, dass ich gleich schon wieder abfahrbereit stehe. Oh, 13.000 Öcken schon wieder. Gemacht. Als ich nach Mailand gefahren bin, habe ich das, was ich verdient habe, habe ich am Ende wieder an Reparaturen bezahlt. War wenig gewinnbringend. Ja, wenn ihr seid, ne? Sagt da Bescheid, dann fahre ich wieder vor. Nee, ich bin. Geh hoch. Ja, achso, dann können wir wieder vorfahren. Mal ohne so viele Schäden. Mal wieder gescheit schauen.
Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Verona. Bei Verona, ja. Ja. Bei Frau Pot. Oder Feldbusch. Ja, aber Feldbusch heißt ja nicht mehr. Oh, aber ist gut. Immer wenn grün wird, bin ich gerade in der falschen Perspektive. Oh, ein Volvo-Händler. Oh, toll. Oh, hier rase ich, der Ampel. Ja. Das ist kein Problem, hier vorne kommt eh durch eine Mautstelle. Ja. Das ist der Nachteil als Dritter. Eigentlich müsste ich Dritter sein, dann kann ich immer pacen. Wieder aufholen. Auf wegen meiner kannst du auch als Dritter Stelle fahren, das ist mir. Nein. Zwischendrin mal wechseln. Ja, können wir ja machen. Auf der Autobahn. War ganz gemütliche Durchfahren. Ja, ohne Schaden. Ich habe noch ein bisschen Abfall. Kann ich den hier rauswerfen noch schnell? Haben wir noch so viel Zeit? Oh, ich muss das einmal durch die Schranke durchfahren. Nicht, dass die gleich zugeht, mir aufs Auto kracht. Mal gucken, wo er kommt. Auch unbedingt einen Tankstopp einlegen. Oh ja, tanken wäre auch nicht verkehrt. Knapp, also 960 kann ich noch laut meinem Bordcomputer hier. Das reicht nicht. 887. Kümmern. Ah, genau so war das. Ich könnte ja, man kann ja zum Fenster öffnen. Ah, oh, ich fahre schon mal vor, dann kannst du dich gleich anschließen und dann. Ich mach Schlusslicht. Ah, na klar. Ah. Oh. Jetzt auch schon die erste Autobahn. Mal sehen, wer das Schild ummäht. Oh, das sind die engen Einfachen hier. Bleib auf der normalen Spur und zieh dann erst rüber. Hab ich geschafft. Das Schild mitzunehmen? Bei mir steht. Nee, nicht mitzunehmen. Genau durch. Aber weißt du, das eine Mal mit diesen Fertighausteile. Der Hänger, der. Da hast du einen schlechteren Wendekreis auf jeden Fall. Da sind wir nicht in die Auffahrten reingekommen. Meine Leitplanke hängen geblieben. So, brauche ich gar nicht rüberfahren, das ist zweispurig. So, ich habe meine Reisegeschwindigkeit so gut wie erreicht, bis auf 1 km/h. Ja, bin auch dran. Ich nicht. Ein Scherz. Sehe ich doch im Rückspiegel, also. Aber ist dir was aufgefallen? Nein. Ja, wir fahren nicht mal bei definitiv Tag. Gesagt, ne? Ach so, ja, erst das auch. Ist das und wir fahren bei Tag. Ja, stimmt. Man sieht die Landschaft. Ja, schöne Bergchen. Sehen wir jetzt vielleicht mal die Brennerautobahn. Hm. Müssen wir eigentlich drüber fahren, oder? Verona, Innsbruck? Du, ich von der Autobahn schon sehr viel gehört, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Doch, doch, müsste eigentlich so sein.
meiner Erkundungsliste fehlt die hier definitiv noch. Oh. Da war's. Die Strecke hier, oder was? Ja. Da war das böse Wort mit D gerade wieder. Eins. Counter 1. Es wird auf jeden Fall bärig hier. So ein bisschen hoch und runter hier gerade. Minimal. Schöne Bäumchen hat hier. Ja, aber von den DLCs, wie gesagt, gefällt mir dieses Skandinavien bisher am besten. Ich war, zwar schon, da oben, aber wie es aussieht, weiß ich nicht mehr. Gut, von Frankreich haben wir auch noch nicht allzu viel gesehen. Ich finde es aber straßentechnisch auch besser, irgendwie. Weiß ich nicht. Ah, jetzt geht auch, jetzt kannst du auch beim Hänger die Liftachse heben, quasi, ne? Im neuen Patch. Das mit dem Einparken, habt ihr das auch aktiv, dass ihr genau erstmal unter die oder den Sattel fahren müsst? Nee, das haben wir ausgeschalten. Ja, das war dann doch ein bisschen zu hart. Oh, 70. Ja. Aber ich hatte runtergebremst. Unterretardert. Ich war passend. Also ich hab's gestern mal angemacht. Ich find's eigentlich ganz cool. Du musst halt wirklich exakt dann rückwärts einen Anhänger anfahren. Bloß das Nervige ist, wenn du das hier im Multiplayer machen musst und da mehrere Leute die gleiche Position anfahren, ist echt Schiete. War an sich eine coole Idee auf jeden Fall. Ja. Und müssen wir mal drauf achten, ist das denn jetzt schon raus, das DLC, also mit dem der Liftachse, mit den Hängern? Das ist ein Patch, ja, den hast du doch vorhin geladen. Ich habe das ja nicht mitgekriegt, dass da was geupdatet wurde. Achso, dann müssen wir mal kurz, wenn wir nachher auf dem Rastplatz sind, musst du mal in den Einstellungen gucken, jetzt müsstest du Achse heben auch für Trailer haben. In den Einstellungen. Achso, meinst du. Natürlich cool, ne? Oh, guck mal, was da oben für ein schönes Dörfchen ist. Ja. Ein Burg oder so. Hab ich jetzt nicht gesehen, bin schon im Tunnel. Ja, bei Nimm guckt nur stur nach vorne. Oh, er guckt nicht links und rechts, das macht er nicht. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass mir irgendwer kürzlich so ein Tobi-Eye-Tracking gezeigt hat für bares Geld. Hat er das denn bestellt? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Aber ich kämpfe mit mir. Ich möchte es ja gerne haben. Ah, hier, Brennerautobahn, oder? Hier. Sieht es? Ja, könnte ich mir vorstellen. Da vorne steht einer. Sieht auf jeden Fall abgefahren auch schon mal mit dem. Glaubst du, das ist die Strecke, wo es auch so eine durch so einen Tunnel geht, der an der Seite so fensterweise offen ist? Doch, keine Ahnung, ich war hier noch nicht. Aber auf jeden Fall cool. Irgendwie habe ich da sowas in Erinnerung. Gut, kann natürlich auch sein, dass es aus einem anderen Spiel war. Ich will es jetzt nicht, ne? Aber die Brennerautobahn hat ja auch, sag ich mal, extreme Steigungen und Gefälle, ne? Ja, das war es ja, glaube ich, doch. Ich glaube, mit extremen Steigungen hätte man hier natürlich auch ein Problem, je nach Fahrzeug. Ah, ja. Aber ich meine, ich sag mal, ich bin Kasseler Berge auch schon hinter dem LKW dergefahren mit 30. Auf der A7. Okay, hast du aber Spaß bei. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, du kommst nicht mehr raus zum Überholen, weil wenn das Auto auch noch nicht so stark ist und die von hinten angebrezelt kommen, keine Chance. Vorne haben wir eine Mautstelle. Bremse ich mal schon mal ab. Da ist noch eine kleine Ecke hin, also ein bisschen geht noch. Dann beschleunige ich halt wieder. Was mir hier schon passiert ist, dass ich mit meinem LKW nicht aus dem Steinbruch gekommen bin. Ja, Reifen durchgedreht, ne? Ah, unglaublich. Das war sehr ärgerlich. Und das war damals, glaube ich, einer der gewinnbringendsten Aufträge, die ich hatte. Warum geht denn dieser Telepass hier nicht? Das finde ich so traurig, ey. Das habe ich aber auch schon mal gehabt in einem Steinbruch. Musste einfach rückwärts hochfahren. Also ich habe dann rückwärts rausgeschoben.
Ach, das ging, oder wie? Ja. Echt? Warum? Wer blinkt denn hier? Ich bin's nicht. So, wollen wir gleich einmal tanken, oder? Da ist einer. Also ich bin jetzt hier auf die nächstgelegene Tankstelle gerade rausgefahren, ne? Okay. Ganz rein. Butter, Bockwurst und Kaffee-Stopp, oder was? Ja, genau. Bockwurst und Kaffee. Und Sprit vor allen Dingen. Ich guck mal, wie viel ich noch hab. Aber ich glaube, ich brauche jetzt noch nicht. Ah, Musik wollte man jetzt nicht haben. Kosten der Liter hier? 1,48. Ui, ist das teuer. Ich habe noch 1000 Kilometer. Wie viel müssen wir noch fahren? Wir müssen noch 1000, knapp 1400 Kilometer fahren. Könnte knapp werden. Wir fahren jetzt über Innsbruck, München, Nürnberg, oder? Genau. Okay. Ich park hier vorne mal ein. Dann gönne ich mir, glaube ich, auch mal ein bisschen, weil wenn ich zu Hause nicht vorbeikomme. Den Mannheim lassen wir jetzt aus. Ja, das nächste Mal. Weiß gar nicht, hätten wir denn bei dir auch tanken können? Wäre auch mal so. Das weiß nicht. Das wäre ein cooles, nicht. Das wäre ein cooles Gimmick für Freunde, das wäre es auf jeden Fall. Da für uns die Garage ja klein ist, weißt du? Weil wir sie ja selbst nicht gekauft haben. Ja, aber manchmal kannst du ja auch schon große Garagen kaufen. Von daher. Wäre natürlich eine Option gewesen. So, mal gucken, wie viel ich da reingehe. Eigentlich wird nicht viel rein. Naja. 300. 300 Liter. Ja, kurz in den Einstellungen gucken, das will jetzt wissen. Ja, aber ich hätte jetzt auch gesagt, wir machen hier einfach mal unsere erste Bockwurstpause. Haben wir uns ja verdient. Denn starten wir frisch gestärkt gleich zur Etappe 2 dann. Ja, bin ich gleich. Bis gleich. Ciao, ciao. Tschüss.